Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 11. Gottes Siegel oder Mahlzeichen des Tieres. Gottes Zeichen und das Kennzeichen seines Volkes. Diese Woche wird eine sein, wo wir in eine Tiefe gehen, die für die Endzeit von enormer Bedeutung ist. Gottes Zeichen, das Kennzeichen seines Volkes, ist etwas, was nicht tief genug in uns eindringen kann. Wir wissen, als Abraham dieser Fehler passiert ist, indem er auf seine Frau gehört hat, dass sie gemeint hat, naja, wahrscheinlich soll meine Magd ein Kind bekommen, denn ich bin ja schon zu alt, das geht ja nicht mehr. Ergebnis ist Isaak und die weitere Folge ist die Beschneidung, die eingeführt wird. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, haben wir nun eine Vielzahl von Versen, wo es darum geht, Beschneidung, Nichtbeschneidung. Was ist jetzt? Wenn Nichtjuden Christen werden, können die als Nichtjuden Christen werden? Na, die müssen zuerst beschnitten sein, dann können sie Christen werden. Und da gab es sogar ein Apostelkonzil drüber. Und mit dem Ergebnis, nein, müssen nicht beschnitten sein. Aber das waren harte Diskussionen. Und der Apostel Paulus hat dann drei sehr interessante Verse über diese Thematik, wo man merkt, worauf kommt es an. Weil die Frage war ja immer, ja Beschneidung, Nichtbeschneidung. Naja, Beschneidung ist schon ein bisschen besser, oder? Wenn du nicht beschnitten bist, bist du dann ein Mensch zweiter Klasse und so. Und dann schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 19, beschnitten sein ist nichts. Unbeschnitten sein ist auch nichts. Und die haben genau über das diskutiert. Und Paulus sagt, weder das noch das, sondern Gottes Gebote halten. Also er zeigt auf, wir diskutieren über etwas, das könnt ihr vergessen. Aber um das geht's, Gottes Gebote halten. Und so geht das dann weiter. Im Galaterbrief, Kapitel 5, geht er dann wieder auf diese Thematik ein. Und da sagt er in Vers 6, wieder ähnliche Einleitung, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Ob du Jude bist oder Heide warst vorher, das ist nicht das Thema. Sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Da haben wir schon einen zweiten Punkt. Gottes Gebote halten, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und diese Thematik geht er dann noch ein drittes Mal an, im Kapitel 6 vom Galaterbrief, Vers 15. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Gottes Gebote halten, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, eine neue Kreatur. Das sind die Themen. Darüber kann man diskutieren. Beschneidung, vergiss es. So ist es jetzt im Neuen Testament. Und eine Vielzahl von Diskussionen. Also das war ein Thema, das hat man nicht einfach so auf die Seite geschoben. Gesagt, gut, nicht mehr Beschneidung, fertig. Na, da flogen die Fetzen. So, das nächste Zeichen, das es für die Israeliten gab, neben der Beschneidung, das finden wir im 2. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 13. Und dieses Zeichen ist auch von außen fotografierbar. Nicht, ob jemand beschnitten ist, das kannst du an seinem Körper erkennen. Und ob jemand dieses Zeichen hat, das kannst du auch erkennen. 2. Mose 31, Vers 13. Sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat. Denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt.
Das sind die zwei Zeichen. Beschneidung, abgehakt. Sabbat, zweites Zeichen. So, welche Diskussion haben wir in der Apostelgeschichte im Neuen Testament über Sabbat, Sonntag? Null. Wieso das? Ist doch so viel über Beschneidung. Warum überhaupt keine Diskussion über Sabbat oder Sonntag? Weil es den Sonntag noch nicht gibt. Das Sonntagsgesetz von Konstantin kommt 321 nach Christus. Und jetzt sind wir im ersten Jahrhundert. Das andere ist zukünftig. Da kommt der Feind erst mit seinem Fälschungskonzept dann hinein. Das Neue Testament kennt nur den Sabbat und sonst nichts. Das ist die Wahrheit. Das Tier und die falsche Anbetung. Die Anbetung, die richtige und die falsche, ist ein besonderes Thema in der Offenbarung. Denn in dieser dreifachen Engelsbotschaft, vor allem dann beim dritten Engel, erfahren wir, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Gotteszornes trinken. Also deutlicher geht es ja nicht mehr. Also es wird enorm gewarnt vor dieser Anbetung. Wir haben 7 Texte in der Offenbarung über Anbetung und von diesen 7 sind 6 über die falsche Anbetung und ein Vers über die richtige. Der Feind übt enormen Druck aus, dass du Angst kriegst und sagst, eigentlich will ich nicht, aber denn der Druck, die Folgen, denn was heißt es da in Offenbarung 13? Aufgrund dieses Sonntagsgesetzes, was da kommt, das folgt dann so, wenn du da nicht mitmachst, Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wenn du also nicht mitmachst, nicht kaufen oder verkaufen. Darum ja auch der Hinweis, sich Gott an seine Botin in der Endphase dieser Weltgeschichte, sich nicht in Großstädten aufzuhalten. Denn wenn du nicht kaufen oder verkaufen kannst, ja, wie kommst du denn dort zu Lebensmitteln? Auf dem Asphalt wachsen keine Karotten. Darum raus aufs Land, wo du selber aus der Erde das dann ernten kannst, wenn du es vorher, den Samen, hineingegeben hast. Der Vers jetzt, der das Positive erwähnt, wo also die Kennzeichen der richtigen Anbetung herauskommen, ist unmittelbar nach diesem dritten Engel, in Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Ausdauer der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Da merkt man es schon. Das Vertrauen Jesu brauchen sie. Die Gebote Gottes. Wie Jesus gesagt hat, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Das geht immer Hand in Hand. Als dann die Plagen ausgeschüttet werden, diese Zornesschalen, heißt es in Offenbarung 16 in Vers 3. Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer und es wurde zu Blut, wie von einem Toten. Der erste, im Vers davor, ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen. Und jetzt kommt's. Die, an welche Menschen? Die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Es ist also nicht so, dass man sagt, aha, wenn ich dem Druck weiche und diesem Sonntagsgesetz folge, kann ich kaufen, verkaufen und dann geht's mir gut. Ja, das ist weit gefehlt. Ich meine, fürs Ende vom Wein des Zornes Gottes trinken
und vorher schon bei den Plagen ein böses und schlimmes Geschwür. Die anderen sind dagegen am gläsernen Meer abgeholt worden und singen das Lied des Mose und des Lammes. Also man wählt nicht zwischen Übel und Vorteil, sondern es gibt dort und da Übel und Vorteil. Nur mit dem Unterschied, wenn du auf der Seite Gottes bist, bist du zum Schluss auf der Siegerseite. Wenn du nicht auf der Seite Gottes bist, bist du total auf der Verliererseite, für immer und ewig. Das Siegel Gottes. Diese Siegel im Mittelalter, das waren schon besondere Dinge, nicht? So ein Wachs wird heiß gemacht, dann fließt es, wird zum Beispiel auf eine Buchrolle drauf geschüttet. Und dann, wenn es ein bisschen fester wird, mit einem Siegelring ein Abdruck hineingedrückt. Darum hat man ja diesen Siegelring als Stempel am Finger getragen. Wenn das nur am Schreibtisch liegt, könnte ja auch jemand anderer kommen, nimmt den Stempel und macht einen Abdruck beim Siegel. Und damit das nur der Herrscher oder diese Amtsperson hat, hat man den Siegelring am Finger getragen. Und wenn dir das jemand runternehmen will, dann merkst du es. Das war also der Sinn. Und das Siegel drückt also etwas aus, wer der Besitzer von dem Ganzen ist, wer die Autorität drüber hat, von wem das ausgeht. Und wenn ein Siegel gebrochen ist, siehst du auch deutlich. Nun, da steht so ein schönes Wort vom Apostel Paulus im Brief an die Epheser in Kapitel 1. Da sagt er in Vers 13, in Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Als ihr gläubig wurdet an Christus, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Geist, den wir hineinlassen in uns, diese Erfüllung mit dem Geist, das ist der Stempel Gottes. Das ist der Abdruck Gottes, den er bei uns hinterlässt, sein Eindruck, den er auf uns macht, denn dadurch spüren jetzt die Menschen eine neue Kreatur, hält die Gebote Gottes, hat den Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Es geht nicht nur um Beschneidung oder Unbeschnittensein, es geht um viel mehr. Das waren ja nur äußere Zeichen. Diese Versiegelung, was ist also das Siegel Gottes? Der Heilige Geist. Die 144.000, die da auf dem Berg Zion stehen, die haben den Namen des Vaters auf ihrer Stirn. Aber jetzt nicht, dass man den Namen oben lesen kann, die Buchstaben. Aber sie haben das Strahlen, das Leuchten des Wesens Gottes auf ihrer Stirn. Das Zeichen, das Siegel Gottes ist unsichtbar. Das ist ja nicht irgendwo, wo da der Heilige Geist rausschaut. Aber du siehst es am Wesen eines Menschen. Das ist das besondere Element. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 19, schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter, der feste Grund Gottes hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, weil es sein Geist ist, der in ihnen ist. Das ist die Verbindungsgeschichte, der Geist Gottes. Dadurch kennt der Herr die Seinen, wie Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Versiegelung ist also etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Ein Zitat von Ellen White dazu, wir lesen das im 5. Band der Zeugnisse, auf Seite 216. Diejenigen, die sich mit der Welt vereinen,
empfangen den weltlichen Abdruck und bereiten sich auf das Mahlzeichen des Tieres vor. Ist so. Aber diejenigen, die sich nicht auf sich selbst verlassen, sich vor Gott demütigen und ihre Seele durch den Gehorsam gegenüber der Wahrheit reinigen, die erhalten den himmlischen Abdruck und bereiten sich auf das Siegel Gottes auf ihrer Stirn vor. Denn die 144.000, wie wir sie dann in Offenbarung 7 und in Offenbarung 14 finden, diese bekommen ein endgültiges, finales Siegel. Das heißt, der Heilige Geist erfüllt sie und beschließt das Ganze. Da wird dann nichts mehr verändert. Erfüllung mit dem Geist, es bleibt dann. Das ist die Zukunft. Das Mahlzeichen des Tieres. Oder das Siegel Gottes. Das sind eben die zwei Dinge. Was werden wir erhalten? Nun, das Siegel Gottes haben wir festgestellt, das ist der Heilige Geist. Den bekommst du, wenn du mit Jesus in Verbindung trittst, wenn du ihn lieb hast. Und es geht um die Erfüllung mit dem Geist. Denn die 10 Jungfrauen, da hatten ja 5 das Problem, zu wenig von dem Geist Gottes zu haben. Und die werden dann nicht in dem finalen, in der finalen Versiegelung dabei sein, in der endgültigen. Nun, jetzt zum Mahlzeichen des Tieres. Was ist das? Wir haben es in Offenbarung 13, dieses Schildern von diesem Tier, das da aus der Erde kommt und das erste Tier, das das Papsttum darstellt, unterstützt. In seinen Bemühungen. Die USA werden das Papsttum unterstützen in der weltweiten Durchsetzung des Sonntagsgesetzes. Und da wird Druck ausgeübt. Und wenn du nicht dann, so wie damals beim Stammbild von Nebukadnezar, und wenn du das goldene Bild nicht anbetest, kommst du in den Feuerofen. Dieser Druck, der ausgeübt wird, könnte also dazu führen, dass man sagt, na dann lieber mitmachen, sonst wird es eng. Und wenn du lieber mitmachst aufgrund des Druckes, dann wird es noch enger. Wer nämlich einwilligt in Bezug auf Sonntagsgesetz, auf Sabbatentheiligung und Sonntagsheiligung, der empfängt das Mahlzeichen des Tieres. Ja, aber jetzt gibt es ja viele Sonntagsheilige, oder? Ich kenne viele Christen, ernste, aufrichtige Christen, für einen Sonntag, haben nicht die Erkenntnis, haben sich entweder noch nie damit befasst. Nun, kriegen die jetzt alle das Mahlzeichen des Tieres? Nein. Ja, aber da steht es ja. Ja, das ist etwas Zukünftiges. Sobald das Sonntagsgesetz da ist, von USA ausgehend und dann als Kettenreaktion über diese Welt geht, wenn das einmal losgeht und die ganze Welt informiert wird, was da auf dem Spiel steht, Sabbat oder Sonntag, dass es um die Gebote Gottes geht, wenn also das Licht, die Erkenntnis ausgebreitet wird in Bezug auf Sabbat oder Sonntag, wenn man überall darüber diskutiert, dann, wenn du dann die Entscheidung triffst für den Sonntag, dann erhältst du das Mahlzeichen des Tieres. Und das ist die Vernichtung für die Ewigkeit. Warum geht es von USA aus? Nun bedeutsam, wenn wir die Landkarte hier anschauen von Nordamerika, in Europa ist das größte Gebirge die Alpen und die liegen quer von Ost nach West. In Nordamerika, die großen Gebirge liegen so, Nord, Süd,
oder leicht geneigt. Nordost, Südwest. Ergebnis, man hat hier keinen Gebirgszug, der zum Beispiel kalte Luft stoppt oder keinen, der vom Süden die warme Luft stoppt, wenn die darauf kommt. Wir haben also hier in der Mitte eine riesige Ebene und kein großes Gebirge, was da irgendetwas abhält. Die Folge ist, dass gewaltige Kälteschauer aus dem Norden kommen können und enorme Hitzewellen aus dem Süden. Daher gibt es auf diesem Kontinent enorme klimatische Gegensätze. Es kann auf einmal schneien, wo man sich nur so wundert, und es kann auf einmal Hitzegrade haben, dass man sich nur so wundert. Und das hängt mit der Lage vor allem der Rocky Mountains zusammen. In den USA werden die Naturkatastrophen so zunehmen, dass deswegen die Idee entsteht, wir müssen den Sonntag wieder heiligen. Dann wird Gott uns segnen. Und so entsteht das Sonntagsgesetz. Es ist ein Schwachsinn, aber so wird es kommen. Der Sabbat als Siegel. Wie oft habe ich das schon gehört, dass Leute sagen, na, was ihr da denkt als Adventisten. Ihr meint ja wirklich, der Sabbat, das wäre die große Frage für die Endzeit. Richtig. Ja, warum? Das ist ja nicht nur das. Da geht es ja um viel, viel mehr. Da hängt ja ganz viel dran. Denn wenn man das nachliest, dieses Sabbatgebot, da stecken ja ganz interessante Details in diesem Sabbatgebot. Das ist ein Herzstück von den 10 Geboten in 2. Mose 20, Vers 8. Und da lesen wir, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Das ist eine Erinnerung. Jeden 7. Tag gedenke dran. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Das ist nicht Faulpelz sein. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Das ist Urlaub. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh. Sogar die Tiere haben frei. Sogar die haben Urlaub. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Sogar die kriegen frei. Und jetzt kommt die interessante Begründung. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Es geht also hier darum, da geht es um die Schöpfung, um das Ganze. Denn wenn keine Schöpfung, dann sind wir nicht existent. Durch die Schöpfung gibt es uns erst. Und durch die Schöpfung können wir erst überleben. Denn hätte er das nicht so hergerichtet, dass wir die Luft zum Atmen, das Wasser zum Trinken haben, die Pflanzen als Nahrung und reine Tiere, ja, wo? Woher und wie und was? Wir wären ja hilflos. Aufgrund dieser Ankündigung, die hier steht, wird also deutlich, der Sabbat ist das Herzstück, weil da geht es jetzt um den, der das alles gemacht hat. Und die Erinnerung an das, dass er alles gemacht hat, das weckt ja in uns diese Dankbarkeit. Umgekehrt, wenn du jetzt das wegschiebst, dann verunehrst du den, der der Schöpfer ist. Darum ist die letzte Warnung, betet an den, der gemacht hat. Betet an den, der gemacht hat. Das ist der Punkt. Das heißt, beim Sabbat geht es ja um einen Punkt, um
Anbetung des Schöpfers, weil er das alles gemacht hat. Es ist nicht nur irgendein Gebot, da geht es um den Schöpfer Gott. Wenn er es nicht so gemacht hätte, wenn er diesen Planeten nicht so hergerichtet hätte, ja, wer von uns könnte leben? Wir verdanken ja alles ihm. Und darum ist es ja so ein Verbrechen, ihm dann nicht zu danken und so zu tun, wie wenn wir selber uns diesen Planeten hergerichtet hätten. Wenn er es nicht regnen lässt, wenn er die Sonne nicht aufgehen lässt, wenn er nicht alles so geordnet hätte auf diesem Planeten, wie es ist, wir könnten ja nicht existieren. Wir verdanken alles ihm. Und er erwartet nur eins dafür, dass wir jeden siebenten Tag darüber nachdenken, was er für uns alles getan hat, was er uns alles geschenkt hat. Nicht, weil im Supermarkt die Nahrung ist, essen wir. Weil er sie hat wachsen lassen. Deswegen können wir sie essen. Alles und jedes verdanken wir ihm. Darum ist dieses Gebot so entscheidend. Zusammenfassung. Spannende Zeiten stehen diesem Planeten bevor. Und Gott hat uns durch seine Botin sehr detaillierten Aufschluss darüber gegeben, was uns in der letzten Phase dieser Weltgeschichte erwartet. Die Naturkatastrophen werden enorm zunehmen. Besonders in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo die Gebirge nicht in Ost-West-Richtung, sondern Nord-Süd oder leicht geneigt Nordost zu Südwest verlaufen. Vor allem diese Rocky Mountains. Würden die quer verlaufen, wären nicht diese extremen Gegensätze, die wir manchmal in den USA erleben. Aber so kann die ganz eiskalte Luft tief hinunter und die heiße Luft weit hinauf. In den USA werden die Naturkatastrophen in gigantischem Ausmaß zunehmen. Und es ist das Land, was am höchsten entwickelt ist, wo der größte Reichtum ist und wo Städte sind, die dermaßen übertechnisiert sind, aber wenn es keinen Strom gibt, dann spüren wir plötzlich, oh, ja, was hilft es mir, dass ich im 36. Stock eine herrliche Aussicht genieße? Was hilft es mir? Wenn die Spülung nicht mehr geht, wenn kein Wasser mehr aus der Leitung rennt, wenn ich den Herd nicht einschalten kann, wenn kein einziges Gerät mehr funktioniert. Ohne Strom sind all diese Wohnungen nicht einmal so fein wie eine Gefängniszelle. Komplett für nichts. Die Katastrophen werden dazu führen, dass diese Infrastruktur, gerade in den großen Städten, je höher technisiert, umso mehr zusammenbricht. Nicht, wenn du nur eine Lehmhütte hast und die fällt um, dann baust du sie wieder auf. Du musst nur die Lehmhütte aufbauen. Aber wenn du jetzt Wasserleitungen hast, Gasleitungen hast, Stromleitungen, Fernwärme und du das alles reparieren sollst, die Menschen in den Städten werden enorme Entbehrungen erleben. Und darum dieser Hinweis von Ellen White. Rechtzeitig raus. Rechtzeitig. Nicht dann, wenn sowieso schon jeder merkt, da ist nicht mehr zum Aushalten. Rechtzeitig in die Natur, wo du auch etwas anbauen kannst. Denn wenn Regale leer sind, dann hilft dir das Geld in der Geldtasche nicht. Du kannst nicht vom Geldschein runterbeißen. Ist erstens nicht sehr geschmacklich, förderlich von den Viren und Bakterien, aber auch nicht gesundheitsförderlich. Du kannst nur von dem leben, was Gott gemacht hat. Und deswegen wird der Ruf nach dem Sonntagsgesetz kommen. Und er wird kommen. Und es wird durchgezogen werden. Und die USA werden dafür sorgen, dass das überall auf der Welt durchgezogen wird, weil ihnen eingeredet wird vom Papst, das hilft nicht nur da,
wenn ihr das durchführt. Das muss auf der ganzen Welt so sein. Also werden alle Verbündeten dazu aufgefordert. Denn nur wenn alle mitmachen, dann können wir Gott beruhigen. Und dann wird er uns helfen. Und dann kriegen wir die Natur wieder in den Griff. Weil Gott uns hilft. Durch das Sonntagsgesetz. Das ist die Idee. Und wir treten dem entgegen und sagen, wir reizen Gott noch viel, viel mehr zum Zorn. Denn sein Gesetz ist der Sabbat und nicht der Sonntag. Und dann entsteht diese große Diskussion. Und dann wird sich's entscheiden. Folgst du Jesus, bist du versiegelt mit dem Geiste Gottes. Folgst du dem Drachen, empfängst du das andere Zeichen, was dein Untergang ist.